Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge der SAR Danecker Finishline Team Show hier im Keller vom Keller, im Trainingskeller. Die Leistung der Athleten war noch vor wenigen Wochen wirklich im Keller, dann haben sie sich angemeldet als Finishliner. Vom Keller in den Mostviertel Olymp, nämlich dem 12. Sparkassen Mostthemen Triathlon, da sind es nur 6 Monate. Und nach 6 Monaten sollten die Finishliner ihr Ziel, nämlich die Finishline beim Olympischen Triathlon, erreichen. Dabei werde ich sie mit meinem Team unterstützen. Sie können auf mich bauen, ohne Kompromisse. Was für eine geniale Überleitung auf unseren Sponsor. Er ist der Mann, der alles mit System macht. Er hat wirklich etwas auf dem Kasten und er hat dem Blockhaus Leben eingehaucht. Liebe Gäste, ich serviere Ihnen mit Stolz den Hauptkoch der heutigen Show. Er ist Geschäftsführer der OC System GmbH und Präsident der OC Block Akademie, Johann Koch. Herzlich willkommen. Auf unseren drahtigen Eseln sitzen heute 2 drahtige junge Männer. Es sind die sportlichen Beikeuche der heutigen Show. Es sind die Söhne von unserem Hauptkoch, Johann Koch, hier neben mir. Der eine ist quasi bereits Sous-Chef bei OC Block und hat sich es zur Aufgabe gemacht, die Marke OC Block weltberühmt zu machen. Markus, wenn du den Mostemann gewinnst, wenn du Gesamtsieger wirst, dann wird dein Werbewert um ein Vielfaches steigern, also tritt in die Pedale. Schau, dass du als Koch bald zur Creme de la Creme des Triathlons aufsteigst. Schön, dass du bei uns bist. Willkommen, Markus Koch. Danke. Der andere hat in den letzten Wochen gelernt, gegen die Uhr zu laufen. Beruflich arbeitet er mit der Uhr. Er ist Mechaniker, aber er ist ein ganz besonderer Mechaniker, nämlich ein Feinmechaniker, er ist Uhrmacher. Jetzt hat er die Zahnräder gegen die Rennräder getauscht, er hat die Rolex gegen die Sportuhr getauscht. Er ist ein sehr, sehr unruhiger Teufel. Servus und willkommen im Trainingskeller, Simon Koch. Grüß dich. Bevor es hier bei der Kochshow aber weitergeht, schauen wir uns an, wer hat bei der letzten Show im Rahmen der Eierhocke den Sieg erzittert. War es Nadja oder war es Geli? Meine Füße rutschen weg. Die Hundeledi hat dem Gastrogeli also gezeigt, was es heißt, Haltung zu bewahren und die Eier hochzuhalten. Gratuliere Nadja, das war wirklich sensationell. Wir werden uns am Ende der Sendung anschauen, was die heutige Sponsoren-Challenge alles hergibt und wie sie ausgeht. Lieber Johann, auf dich wartet heute noch eine besondere Challenge. Versorg dich deshalb gut mit Flüssigkeit. Was darf es zu trinken sein? Ein Bier bitte. Ein Bier für den Baumeister. Ich kann dir Wasser anbieten. Bei uns ist Hopfen und Malz verloren. Okay. Unsere Hausmarke mittlerweile. Johann, du hast 2 Söhne mitgebracht. Hast du mir auch was mitgebracht? Selbstverständlich. Ich habe dir ein Bauset schon mitgebracht. Einen ordentlichen Bauhelm. Fantastisch, den kann man immer brauchen. Dann ein Zollstab und dann Maurerblei und ganz was Spezielles. Das heißt, ich soll was arbeiten. Aber ja, da kommt nur mehr Arbeit auf mich zu. Um Gottes Willen. Den ersten Baustein. Der Baustein meines Lebens. Für dein großes Pool oder dein Haus, was du noch zukünftig bauen möchtest. Dankeschön. Johann, ein Haus werde ich nicht mehr bauen. Ich habe, glaube ich, schon 2 oder 3 Häuser gebaut. Aber einen Pool möchte man bauen. 50 ja. Meter lang, 10 Meter breit. Und na, schauen wir, der erste Teil ist geschafft. Dann können wir gleich beginnen. Dankeschön. Dankeschön. Am Städtner Schwimmer werden Sie da dankbar sein. Und wenn du dann eine Pause brauchst und eine Heizung, das ist eine 120 Watt Heizung mit Kerzen aus einem Tontopf, die zieht es down und dann gibt es strahlende Wärme ab. Wirklich wahr? Ja. Echt wahr? So bauen wir unsere Häuser. Die Kunden kriegen dann immer so eine Heizung. Sehr lässig. Dann würde ich sagen, wir gehen in den nächsten Block der Show. Wir wollen ein bisschen mehr über das Unternehmen OC Block erfahren und über den verantwortlichen Haubenkoch dazu. Wie immer gehen wir da mit System vor. Johann,
Du bist verheiratet, du hast neben Simon und Markus noch zwei Kinder. Was machst du privat, wenn du nicht gerade Häuser baust? Mit der ein bisschen Zeit, was noch zur Verfügung ist, bin ich eigentlich bei der Familie. Ja, Familienmensch. Was tust du gern für den Fernsehen? Was schaust du gern? Formel 1. Das Formel 1, ist die Formel 1. Das habe ich gehört. Jedes Formel 1-Rennen wird geschaut? Fast, ja. Selber schon mal dabei gewesen? Bei zwei Rennen. Imola und Monte Carlo. Was war dein Berufswunsch als Kind oder als Jugendlicher? Wolltest du immer in die Baubranche? Na, ich bin auch ein Landwirt, für Landwirtschaft aufgewachsen. Also war mein Beruf, also mein Ziel war eigentlich Landwirt, Bauer und Kfz-Spengler. Okay. Also ich vermute mal, da in der Richtung wirst du dein erstes Geld verdient haben? Ja, mein erstes Geld habe ich aber verdient mit Nachbarn. Dann habe ich ein schönes Vogelhaus gebaut. Somit war irgendwo schon immer das Bauen. War das Bauwesen in deinem Blut. In die Genen. Johann, OC Block ist ein österreichisches Familienunternehmen. Es ist ein österreichisches Produkt, wie ich gelesen habe. Es wird in Kärnten produziert. Du bist Verfechter von energieeffizienten und ökologischen Bauprojekten. Das hört sich sehr, sehr heimelig an. Was bietet OC Block an und warum soll man mit OC Block Häuser bauen? Wir bieten an, also mit den Systemen kannst du mal Wärmebrücke frei bauen und somit durch die Massivbauweise hast du die beste Speichermasse im Haus und somit durch das Wärmebrücken frei bauen hast du auch keine Heizkosten mehr und im Schnitt hast du ca. 1 Euro Heizkosten pro Quadratmeter Wohnungsfläche im Jahr und somit deine Heizung. Mhm. Was mich interessiert ist, wird so ein Haus schneller gebaut? Ich meine, ich habe selber schon Häuser gebaut mit Ziegeln, aber das hat ja überhaupt kein Gewicht, ne? das ganze Teil. Der Block selber ist fertig, ist gleichzeitig die Schalung und auch dann die Dämmung. Und eingespülte Partie ist circa doppelt so schnell wie herkömmlich. Vermutlich, ja. Und wie werden die miteinander verbunden, diese einzelnen Teile? Kommt da nur ein Mörtel dazwischen rein? Oder? Nein, die Blöcke werden nur gesteckt wie Lego. Okay. Also nicht geklebt, sondern rein gesteckt. Okay. Geschoss hoch, okay. Außenwände, tragende Innenwände. Dann wird die Decke verlegt, auch vom System her. Mhm. Und somit wird dann alles in einen Guss mit einem Ökobeton ausbetoniert. Okay, sehr interessant. Wo und wie tritt man jetzt in Kontakt mit der Firma OC Block, wenn man sich entscheidet, da Informationen einzuholen oder vielleicht gar gleich etwas zu bauen? Ja, mal das Schnellste ist unter www.ocblock.com. Was haben dir deine Eltern mitgegeben an Werten? Eine Geradlinigkeit, dann Optimismus, würde ich sagen. Und arbeitsam. Arbeitsam. Dein Hobby ist die Arbeit. Ist die Arbeit. Dein Hobby ist die Arbeit. Ich habe Markus gefragt, was du so am liebsten tust, sagt er, Geschäfteln. Geschäfteln, arbeiten. Geschäfteln und arbeiten, das ist fein. Wo bist du in die Schule gegangen? In St. Also Volksschule Zeltking, Marzleinsdorf und in die Hauptschule in St. Leonhard. Wer war dein einprägsamster Lehrer? Mein Klassenvorstand, der jetzt sogar mein Onkel ist. Der jetzt sogar dein Onkel ist, aha, okay. Geworden ist. Geworden ist. Wer ist für dich der beste Trainer der Welt? Ja, da gibt es eine Liste. Die Liste ist einmal, würde ich sagen, Toto Wolff und Niki Lauda. Dann in Marcel Hirscher, sein Vater. Ja. Aber die Nummer 1 ist der Bernhard Keller. Ja, danke, das ist gut zu hören. Danke, Johann. Im nächsten Block geht es um unsere Athleten. Gewissermaßen sind es die Söhne Mannheims, denn sie geben unseren Männern ein Heim, zumindest Markus tut es. Markus, was machst du, wenn du nicht trainierst? Du hast keine Frau, keine Kinder. Was macht man in seiner Freizeit? Ja, jetzt mit Corona wenig. Also ich bin Student und gleichzeitig Angestellter bei uns in der Firma und arbeite, lerne und trainiere zurzeit. Okay. Also und mit Freunden treffen und quatschen. Was anderes? Noch ein Lockdown. Noch ein Lockdown, ja klar. Was hat dich ins Finishline-Team getrieben oder was ist das Besondere für dich am Finishline-Team? Erstens eh immer die sportliche Herausforderung. Schwimmen, Radl fahren und dann nur laufen. Und zweitens die Gemeinschaft. Eben einfach eh gesehen unser Team aus Mütter und selbstständige Studenten aus so einem, oder, und einem Arzt,
die einfach so in verschiedenen Hintergründen kommen und dann aber ein gemeinsames Ziel haben und sich gegenseitig motivieren und schauen, dass wir sie pushen, dass wir über die Linie kommen. Ja, definitiv. Und obwohl wir eigentlich seit Jänner in einem Dauer-Lockdown sind, mehr oder weniger, und eigentlich kaum Kontakt haben, der verboten ist, haben wir über diese neuen Medien, über WhatsApp und so sehr viel Kontakt. Haben wir doch sehr viel Kontakt im Grunde. Und das sind sehr interessante Persönlichkeiten im Team, gell? Das stimmt, ja. Mustermann ist in wenigen Wochen bereits. Wo siehst du dich sportlich in 2 Jahren? Ich hoffe dem Ganzen nur treu, also dass ich da irgendwie eine Liebe gefunden habe. Und ich war so ein Lebensziel, wenn man schon damit angefangen hat, dass man doch vielleicht einen Ironman läuft. Ein Ironman muss schwimmen, raufen, der dann laufen. Da ist vor dem Laufen noch einiges zu tun. Also, richtig. Aber es ist definitiv ein Lebensziel, ja. Das ist unbedingt. Ja. Hast du Talente? Ja, ich würde schon sagen. Also ich glaube, eines der größten ist, dass ich doch recht einfach lerne. Und auch schnell Zusammenhänge sehe ich. Und, ja. Das ist klar. Fein, ja. Schwächen? Perfektionist. Und ich glaube, das stoppt dann oft öfters, als wie das dann doch hilft. Mhm. Wenn man schon zuerst nachdenkt, so und so sollte das ausschauen, bevor man überhaupt angefangen hat. Danke, Markus, für deine ehrlichen Antworten. Vom Perfektionisten zum Uhrmacher. Der stört im Sommer nicht nur seine Uhr um, sondern auch sein Training. Lieber Simon, wie kommt man auf die Idee, Uhrmacher zu werden? Du hast es mir erzählt, erzähl es dem Publikum. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Ich habe als kleiner Bub habe ich viel Modell gebaut. Und irgendwann hat ein Bekannter dann zu uns gesagt, ja, es gibt eine Uhrmacherschule im tiefen Waldviertel. Und in der zweiten Hauptschulhöhe ist mir dann angeschaut und seitdem ist festgestanden, ich will Uhrmacher werden. Und ja, jetzt seit 2015 bin ich fertig mit der Schule und bis jetzt bin ich in Linz in der Werkstatt und schraube an die Uhren herum. Okay, im tiefen Waldviertel, wo bist du her? Ich bin aus Zelking. Aus Zelking, genau. Nein, das ist noch nicht das tiefe Waldviertel, aber es ist an der Grenze. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich fürs Finishline-Team zu bewerben? Der Markus hat gesagt, hey Simon, du hast eh im nächsten halben Jahr nichts vor mit dem Lockdown. Machen wir einen Triathlon, habe ich mal ein wenig geschnauft. Habe gesagt, ja passt, machen wir. Und dann haben wir sie beworben. Wie ist der Markus drauf gekommen? Durch unseren gemeinsamen Friseur. Genau, immer Konstantin, unseren gemeinsamen Friseur. Der Foto noch. Bist du zufällig sichtlich für den Mustermann, Simon? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, bist gut drauf. Was erwartest du dir? Vor meinem Bruder zu finishen. Und persönliche Ziele habe ich mir jetzt noch nicht gesteckt, in welche Zeiten, dass ich finishen will. Weil Schwimmen haben wir, geschwommen sind wir noch nicht. Jetzt ist da ein wenig schwer. Mhm. Persönliche Ziele, was zeichnet dich persönlich aus? Was sind deine Stärken? Was mögen Menschen an dir? Motiviert, wenn ich was sage, dann mache ich es. Und geradlinig hätte ich gemeint. Und was magst du gar nicht an dir? hin und wieder die Faulheit, dass man nichts tut. Und was gibt's noch? Schau nicht deinen Bruder an, ich darf die Worte nicht so. Ich kenne sie aber auch einen Bruder, ich war Geschwister. Das ist relativ schwierig. Na gut, Simon, danke jedenfalls. Danke Simon, danke Markus. Wir kommen zum nächsten Höhepunkt, sozusagen zur Dachgleiche der Show, dem Olympischen Kochduell. Gesponsert von Söhnlein Brillant, so meine Regie. Johann, welchen deiner Söhne möchtest du beim Fidschi-Gogeln herausfordern und welchen willst du beim Waterplanking bezwingen? Ja, beim Waterplanking in Markus und beim Fidschi-Gogeln in Simon. Eine hervorragende Wahl. Werden wir mal schauen, wie es ausgeht. Lasst die Kochduelle beginnen. Start the Games. Yeah, boy.
mein Ergebnis. Beim Fidschi Gogol im Trainingskeller. 0 Punkte für Simon. 3 Punkte für Johann. Sieger! Und los geht's. Ob der Vater dem Sohn beim Planking das Wasser reichen konnte, das sehen wir in der nächsten Folge. Da erwarten wir mit Spannung unseren nächsten Sponsor, nämlich von Elektro und Elektronik Landsteiner, dem Prokuristen Lukas Landsteiner, in ärztlicher Begleitung von unserem Doc des Teams Manfred Domanek und in der charmanten weiblichen Begleitung von Landsteiner Marketing Lady Helga Grissenberger. Bis dahin gebe ich euch mit, so wie jede Woche, unseren Leitspruch: Get shit done.